Dafür ist ein anderer sehr gut befreundeter Cheftrainer weitergekommen, der Kalen DeBoer von Washington spielt jetzt im Finale. Mit dem Kalen habe ich auch, also da habe ich nur geschrieben kurz, der hat natürlich jetzt überhaupt keine Zeit, der ist jetzt voll im Stress, ganz klar. Und der hat trotz des Stresses gefragt, wann ich denn wieder was mache in Deutschland, er würde gern wieder rüberkommen und einen Vortrag halten. Der war mal bei einer Coaches Convention da und also die Anekdote mit dem Kalen, als der hier war in Deutschland, das war etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat und ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Das war. Das neue Jahr hat begonnen. Football wurde auch schon gespielt. Wir gehen direkt darauf ein. Wir sind der Football Now Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast-Moderator. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Head Coaches Europas, Martin Hanselmann. Happy New Year, Martin. Happy New Year an alle, ja. Ich habe zu jemandem gesagt, ein gesundes neues Jahr, zu einem Bekannten. Dann sagte der zu mir, wünsch mir lieber Glück, weil gesund waren die auf der Titanic auch. Ich dachte immer, Ja. ne, wenn man sagt, also ich sage oftmals, Gesundheit ist das Wichtigste, alles andere kann man regeln, aber auf der Titanic konntest du nichts mehr regeln. Ne? Da warst gesund und war dann blöd, ne? Ist aber auch mal eine Ausnahmesituation, so eine Ja, Titanic. klar. Aber Also, ich fand es ja. witzig. Ne? Ich so, gesund neues Jahr. Ich wünsche lieber Glück, weil gesund von dir auf der Titanic. Also. Das sind immer diese Sprüche dann, ja, Ja, die dann nochmal so kommen, ja. ja. Ja, Also aber ist seicht, ne? Ist jetzt gut, nicht ja. ist ein seichter Spruch, aber war schön. Ja. Ja, Martin, wie bist du ins neue Jahr gestartet? So ganz ruhig. Erst einmal, aber Sport geht natürlich direkt weiter. Du kannst ja jetzt nicht wie bei einem normalen Job einfach hergehen und sagen, ja, jetzt mache ich mal 2 Wochen Pause, sondern das ist ja alles geplant bei den Athleten, das ist alles getaktet und insofern ist es dann gleich wieder weitergegangen. Ich habe heute, also wir haben jetzt nach 19 Uhr, ich hatte heute 7 Personal Trainings hinter mir oder habe 7 Personal Sieben Trainings hinter Stück. mir, 7 Stück. Es ist halt so, junge Athleten haben jetzt gerade Ferien, ne, die haben die Zeit. Ja. Da können die sich machen. Dann ist ja könnten wir jetzt gleich wieder über den Schulsport schimpfen, beziehungsweise über die Organisation in Deutschland. Schulsporthallen haben in den Ferien geschlossen. Das heißt, viele Vereine können gar nicht trainieren. Und so ist natürlich wichtig und gut, dass wir da sind, dass ich da bin und die Leute dann trainieren können. Denn wären ja wieder, wenn jetzt Weihnachten abziehst, sind 3 Wochen Pause. Ne? Da können die ein bisschen joggen gehen, ein bisschen schwimmen gehen. Ja, die jungen Athleten sind ja welche dabei, die sind 13, die sind 12. Heute waren 12-Jährige da. Die können jetzt nicht einfach ins Fitnessstudio, sondern die brauchen Betreuung. Und das ist schon dann eine Sache, dass man dann die Möglichkeit hat, auch weiter zu trainieren, bevor man dann eben zu Hause sitzt und dann hoffen muss, dass man dann irgendwann in 3 Wochen wieder anfangen darf. Ne? Ja, von dem her ist Haben es wir gut schon oft drüber ins. gesprochen, das ist halt das System, das ist unsere Ja. Kultur und man muss sich da irgendwann auch mal geschlagen geben. Ne? So ist es halt einfach. Hast du aufgegeben, Martin? Resignierst? Aufgegeben habe ich nicht. Das ist keine Option, aufzugeben. Gott, sehr Aber gut. du musst halt, ich muss mich nicht mehr aufregen, sondern ich muss Lösungen suchen und Lösungen finden, um das besser zu gestalten, um das für diese jungen Athleten besser zu machen, um denen die Möglichkeit zu geben, besser zu werden und mehr zu trainieren. Früher hat man sich halt aufgeregt. Ne? Dann, ah, das geht auch nicht, und dann muss man anrufen, und dann muss man machen. Und dann, nee, das geht nicht. Du kannst dich gegen eine Kultur nicht wehren. Du kannst dann Veränderungen herbeiführen. Das heißt dann eben, man muss den jungen Leuten bieten, also Möglichkeiten bieten zu trainieren und ihnen klar machen, das kostet Geld, da ist dann jemand da, aber das ist einfach eine andere Qualität, das ist eine andere Kontinuität. Da bist du eben nicht dann an die Ferien gebunden, sondern die Trainer sind immer da, die können immer für dich da sein und arbeiten mit dir und machen dich besser. Das sind halt die Dinge, mit denen man jetzt und mit denen ich jetzt arbeite und mit denen ich mich dann irgendwann arrangiert habe. Aber ich erinnere mich da schon, dass ich dann, ah, es geht nicht, da muss man anrufen, muss mit dem Hausmeister reden und das ist ja Quatsch. Und klar ist es Quatsch, Hallen leer stehen zu lassen in den Schulferien. Aber diese Ängste, die da in den Leuten sind, dass da was kaputt geht und Versicherung und Und verletzt und wenn jemand da ist ja, und sind ja. alles Argumente, die aber nur dazu hergenommen werden, um am Ende nichts zu tun.
Also da bin ich jetzt mal eiskalt, ne? Da wird halt nichts gemacht. Ne? Ist Ja. halt so. Kann man jetzt, da kann man sicherlich drüber diskutieren Ja. und es ist zu einfach zu sagen, da wird nichts gemacht. Ja. Aber man muss auch mal sagen dürfen, es ist halt unsere Kultur und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leichtathleten sagen, wir vergleichen uns mit Profis und wir sind Amateure. Ist so, ne? Jetzt überlege mal, du bist der Leichtathlet in Wintersaison und dann machen die Hallen zu, ne? Ne? Gibt Naja, es halt 3 Wochen kein Training, ne? und das merkst du. Ja, 3 Wochen ist brutal. Also, wenn ich mit Leuten arbeite, die jetzt mal 4 Wochen nicht da waren, dann merkst du das extrem. Das schlägt dich zurück. Da fängst du ja wieder wo ganz anderes an in deiner Progression. Also, wenn wir jetzt sagen wir mal vom sportlichen Wert sprechen, dann hat es ja, das hat ja eine Wertigkeit, es hat ja eine Qualität, das Training. Und wenn du dann 3 Wochen nichts machst oder wenig machst, dann merkst du das ganz klar. Ne? Ja. Ich meine, gut, du kannst versuchen, selber ein bisschen was zu machen, aber gerade in dem Alter, wenn du jung bist, dann Ja. ist es natürlich nicht diese Qualität dann. Nein, nein. Wir Ja. geben uns halt oft damit auf und schimpfen. Und das ist scheiße und das ist scheiße. Und ich bin halt zwischenzeitlich so weit, dass ich sage, dann mache ich selber. Dann mache ich selber. Ja. Mein Bruder und ich, wir haben das hier gebaut. Wir haben hier einen Kunstrasen drin. Wir haben hier die Gewichte. Und wir können diese 3 Wochen locker überbrücken und machen halt hier Sachen. Wir haben eine Halle. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber klar, es ist halt dann keine Schulsporthalle, das geht nicht umsonst. Ne? Das ist die andere Seite, aber ich Ja, glaube, das ist alles fair. so teuer bist du jetzt dann auch nicht, wenn du mit so einer Gruppe dann irgendwie was machst. Also gerade für Nein, dieses nein. Powerhouse, Man, also das, wenn man das möchte, kann man das schon finanzieren. Also genau, das, und ist das ist ja dann auch nicht jede Woche, ne, oder jeden ja. Tag. Die, die dann jeden Tag kommen oder die oft kommen, da ist es ja dann wieder anders. Bei mir hat es heute angefangen mit Fußballern. Ein junger Fußballer wieder, der Matteo war wieder da und der hat halt die Ferien auch genutzt, ne? Ansonsten gäbe es nichts. Und die Vereine machen auch zu, weil ja, Ja. dürfen ja keine Halle haben und so weiter. Und das geht ja nicht. Weil da Ja. sind wir Wie, hinterher, sind wir ja. so schön hinterher. Ne? Und dann 2 Spieler von Greuther Fürth, die da waren, die müssen ja auch trainieren, 2 Jugendspieler. Und dann der Michael, auch aus Friedrichshafen, also vom Bodensee, ist der hochgekommen mit seinem Vater. Und den trainiere ich jetzt auch immer wieder und regelmäßig. Und jetzt hat er eben Ferien gehabt, dann kann man das auch mal mit einem Besuch verbinden. Ne? Ja, schon krass, dass die dann extra 2,5 Stunden dann vom Bodensee herfahren, um bei Ja. dem ZDK Sportpark dann trainieren zu können. Aber ihr habt ja super, super Rahmenbedingungen. Genau, die Location passt und. Ich habe immer irgendwas zu erzählen und dann glaube ich, ist es ganz gut und hilft einfach den jungen Leuten, sich da zu bewegen. Und ich glaube, die haben ja auch alle Spaß, sonst würden sie ja nicht kommen. Ne? Ja, Mann, das ist auch immer eine angenehme Atmosphäre. Ich war da beim Powerhouse Ja. Camp auch schon dabei, wie du da mit Jugendlichen arbeitest und du motivierst die, du nimmst die mit und die haben auch ein bisschen den Spaß und geben Ja. gleichzeitig noch Gas und Genau. Und dann ist halt die Bewegung auch qualitativ besser, wenn eben der Trainer dabei ist, als es einfach so im Fitnessstudio alleine zu machen. Die Korrektur ist besser, und das sollte man dann schon auch nutzen, in dieser Zeit. Und das ist jetzt ein spannendes Projekt. Der Michael ist also so einen jungen Athleten hatte ich noch nie online gecoacht. Also der kriegt von mir Trainingspläne, die er durchführt, sein Vater filmt die, dann schaue ich mir die Filme an und dann immer wieder mal kommen sie rauf und dann wird es korrigiert. Also gerade in den Ferien dann sind sie eben hier, dann kann man denen live arbeiten, aber ansonsten geht es echt online über Trainingsplanung und dann eben Korrektur am Video. Finde ich spannende Geschichte, jetzt bei so einem jungen Athleten, das erste Mal, dass ich das so einen jungen Athleten auch habe. Ja, und es ist ja auch cool, diese Technik nutzen zu können. Das heißt, es können aus ganz Deutschland kannst du dann eigentlich Athleten dann begleiten, die dann mal bei dir auch vor Genau, Ort sind natürlich, aber dann sich mal selbst also, filmen, dass du korrigieren kannst, Hüftstellung, ja, genau, also Position nochmal gerade mit dem ältere Rücken. Ja. Athleten habe ich da schon mehrere, Ja. wo ich das mache, aber jetzt bei Jungen, das hatte ich jetzt noch nie, finde ich spannend, weil ja bei 12, ne, da entwickelt sich ja was in 6 Wochen, da siehst du ja was. Echt? Sieht man das so schnell? Brutal, ja, Okay. wenn die trainieren, da verändert sich, also zum letzten Mal, ich weiß jetzt nicht, wann der Michael das letzte Mal da war,
Aber das ist ein junger Quarterback, der hat sich brutal verbessert. Also, das ist schon, da hast du schon echt viel gesehen. Und trotzdem ist noch viel zu machen. Also, ne, will das jetzt nicht zu leicht nehmen, die ganze Geschichte. Aber das ist, der macht es sehr ehrgeizig, der macht es Freude und dann passt es ja auch. Dann sollte es ja auch so sein. Ja, also ist auch die richtige Einstellung. Aber ich finde es auch gut, was du jetzt so gesagt hast. Na, du nimmst es jetzt hin, diese Gegebenheiten, und lebst es dann vor, weil das ist auch sowas, was ich mittlerweile versuche, anstatt Ja. andere da irgendwie überzeugen zu wollen oder zu müssen. Das ist oft verschwendete Energie. Ich denke mir einfach, ich lebe es dann vor und dann ziehen die richtigen Leute schon mit und nach. Genau. Ja, Ja, und du findest dann deine Leute. Ne? Es muss ja nicht jeder zu einem passen. Du kannst ja ja. nicht jetzt den Anspruch haben, dass alle das toll finden, sondern es gibt eben Leute, die finden das gut und denen bietet man es an. Für die mache ich das gerne. Und es gibt genügend, die sagen, ah, nee, mir reicht das und das. Und die machen es halt nicht. Also das ist einfach nicht mehr schlimm für mich. Und früher habe ich schon auch immer so ein bisschen gegen die Kultur kämpfen wollen. Und habe das auch getan und war dann eben auch sauer und ja, gibt's nicht und du regst dich auf und Das es hat ja nichts verschwendete geändert, ne? Energie, ne? So Genau, irgendwie, also das ist es hat nichts geändert. Johannes, die Sportkultur in Deutschland ist immer noch so. ja. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne Football, also Tackle-Football, an Schulen und an Universitäten bringen, weil ich, wenn man es jetzt mal nach so vielen Jahren einfach mal sieht, dann muss ich sagen, ja, es ist halt kein Freizeitsport. Es ist American Football also wenn du den richtig nimmst mit den ganzen Theorieeinheiten, mit den ganzen Meetings, die du hast, mit dem, was du installieren willst, von der Installation dann auf dem Platz das Walkthrough machst und vom Walkthrough dann in die Drills gehst und von den Drills dann in die einzelnen Sequenzen wie Skelly und Inside Run gehst, dann reichen dir zweimal Training in der Woche halt einfach nicht. Ja. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Und dann gibt es Mannschaften, das geht ja bis in die GFL oder ELF, die dann zu den Spielern sagen, ja, wenn du einmal die Woche kommst, dann reicht uns das. Nee. Wow, wow. Also das, ja, natürlich kannst du dann die besten Spieler zusammenkaufen, ne? Das ist klar, die kommen zusammen, die kommen dann, machen einmal in der Woche Walkthrough, die kennen sich schon aus, aber da ist keine Entwicklung dann da, ne? Dann fehlt ja irgendwo die Entwicklung und irgendwann schneidest du deinen eigenen Zopf ab. Irgendwann schneidest du da ab und dann kommt nichts mehr nach, was dann schon auf dem Level ist. Und dann wirst du irgendwann dastehen und sagen, okay, und etc., was mache ich jetzt, ne? Sondern die Entwicklung von Athleten, und das geht bis hin zu 20-Jährigen, also auch im Erwachsenenbereich, habe ich für mich halt immer dieses Entwickeln von Athleten und Entwickeln von Mannschaften als was ganz, ganz Tolles empfunden. Das hat mir immer Freude gemacht und das war auch, ist für mich auch so eine Faszination in dem Sport American Football. Ja, man, bei dir passt es auch mit dem Fitnessstudio auch noch, dass du auch die Athleten dann einzeln auch gut begleiten kannst, unabhängig Ja, davon, ob du die jetzt in der Mannschaft hast. das ist jetzt eine Sache, die sich aber entwickelt hat, die war auch nie so abzusehen, dass ich natürlich aus der Leichtathletik komme, dort verschmäht wurde aufgrund meiner nicht vorhandenen Leistungen und Größe. Also die Leistung war gut, aber irgendwann war halt eine Grenze gesetzt. Ja. Bin ich zum Football gekommen, das heißt, die leichtathletische Ausbildung und die athletischen Fähigkeiten und Trainingsmethoden kannte ich dann schon. Und habe mich da auch weiterentwickelt, weil es mich einfach interessiert, der Sport. Und dann natürlich dieses sich Einarbeiten in Krafttraining, das habe ich sicherlich dem zu verdanken, dass ich relativ früh in den USA war und nicht nur gesagt habe, ja, das, was in einem Fitnessstudio wird, ne, so Krafttraining, was man halt früher, musste ja immer überlegen, ich rede jetzt von Anfang der 90er, ne? Da war ja Krafttraining macht langsam und es bringt nichts. Und ich aber dann drüben in den USA schon kennengelernt habe, hey, die olympischen Gewichtheber, das sind genau die Übungen, die wir brauchen, die eben die Muskelketten ansprechen, die entsprechenden Impulse geben und all diese Dinge eben früh kennengelernt habe und dann nach Deutschland zurückgekommen bin und auch nicht die Scheu hatte, einfach mal den Manfred Nährlinger zu kontaktieren. Und das ist dann schön, wenn du dann im Spitzensport bist und du sagst, hey, auch unter den Sportarten, das ist überhaupt kein Problem, da kannst du einen anrufen und der hilft dann. Ne? Das ist schon, also ist einfach eine tolle Sache. Ne? Dann der Martin Zavea, der dann hier ja auch eigene Lehrgänge gehalten hat, mit seinen Videogeräten gekommen ist, wo er dann Kraftkurven, Beschleunigungskurven einfach mal besprochen hatte. Und
so habe ich mich halt in die ganzen Sachen mit eingearbeitet, die man dann braucht, ne, und gemacht hat. Und ja. Wo warst du damals genau in den USA? In Iowa, Waverly. Das war so Iowa, die erste genau. Station, ja. Die Wartburg Knights, das ist ein kleines College, Division Ja. 3, da war der Bob Nielsen damals Cheftrainer. Und so kam die Verbindung zustande. Und dann bin ich ja dann relativ schnell darüber in der Vorbereitungsphase im August, also als sie Vorbereitung hatten. Und da hast du das dann halt alles, habe ich das sofort mitgekriegt und dachte mir, ja, die trainieren ja ganz anders. Da wird nicht irgendwie mal nur Bankdrücken und nur Bizeps-Curls und Schulter und Kreuzheben, sondern da geht es um andere Dinge. Und dann fragst du ein paar Mal nach und dann merkst, ah ja, es geht darum. Und wo kriegst du jetzt so eine Information in Deutschland her? Dann gehst du halt zu den Gewichthebern. Denn das ist ja Okay, exakt das, was die Gewichtheber machen, naja, ja. genau, ja. Da muss man nur immer wieder aufpassen. Denen muss man sagen, du, ich mache das für American Football. Weil die Gewichtheber, ich meine, die heben ja Lasten, da wird dir ja Himmelangst, ne? Die Okay. haben dann 200 Kilo über Kopf und so weiter. Oder umsetzen dann mit, ja, über 200 Kilo. Da geht es halt um Millimeter, Zentimeter Bewegung und Amplitudenausreizung und so weiter. Und wir müssen halt sagen, wir machen es für die Muskelketten, die Impulsgebung, die schnellere Impulsgebung, für die Hüftbeugetätigkeit, für die Geschwindigkeit. Wir wollen es aber jetzt nicht in die Spitze treiben, denn sonst brauchst du zu viel Zeit fürs Gewichtheben. Du musst dir immer überlegen, wofür tun wir es denn? Und wir machen das ja relativ einfach. Wir haben eine Off-Season, diese Off-Season bauen wir auf, da wird der Muskelquerschnitt vergrößert, da versuchen wir einen großen Muskel zu kriegen, da sind wir dann tatsächlich so ein bisschen mehr in der Hypertrophenphase. Dann geht es näher an die Preseason, dann sagst du, oh, jetzt muss aber das wirklich wieder weg. Ich muss dann meine Maximalkraft erreichen, also die Muskelfasern verändern. Und dann gehst du in die Schnellkraft und dann ist die Preseason da. Und dann ist das Krafttraining ein Erhaltungstraining, aber nicht mehr, dass du sagst, das ist jetzt mein Hauptaugenmerk, ne? Und wenn du dann beim Gewichtheber bist und sagst dann, ja, jetzt komme ich aber nur noch zweimal die Woche, dann sagt er, ja, scheiße, der bringt ja gar nichts. Aber das muss man mit denen besprechen und das verstehen die dann auch. Und dann, ja, und warum nicht im Winter auch mal einen Gewichthebewettkampf mitmachen oder so eine Hallensaison in der Ja, Leichtathletik ja, mitmachen als ja, Footballspieler? Das ist ja. ja das Schöne an unserem Sport, dass wir ein halbes Jahr Saison haben und dann haben die Athleten frei. Eben mal nicht, wie wir das in unserer breiten sportbasierten Sportkultur wissen, ja, wir machen ein Ganzjahresprogramm, man muss das ganze Jahr. Nein, sei doch breit aufgestellt. Mach das alles, was dir dann am Ende im nächsten Jahr wieder hilft. Es dauert halt. Du brauchst halt 3 Jahre, um einen Footballspieler zu machen. Das geht nicht innerhalb von einem Jahr, sondern das ist ein Prozess. Und wie ist es jetzt, was jetzt vorhin erzählt? Ja, du hast jetzt Fußball und auch Footballspieler. Trainierst du da unterschiedlich dann von der Ja. Athletik her oder auf was achtest du Naja, jetzt bei dem Fußball im klar. Vergleich zu einem Footballspieler? Naja, also das sind Nuancen an Unterschieden. Wenn du jetzt weißt, ein Footballspieler, da arbeitest du nochmal technischer, weil er nicht die Ausdauer benötigt, die ein Fußballspieler benötigt. Ja. Also da ist der Fokus dann ein bisschen mehr technisch gelegt. Und beim Fußballspieler ist natürlich dann schon die Intervallausdauer auch in der Athletik eine echte Größe, also eine nicht zu vernachlässigende Größe, mit der du da trainierst und arbeitest. Okay, ja. Ja, es ist ja doch ein bisschen unterschiedlich, von dem her macht es dann auch Genau, Sinn, sind dass. unterschiedliche Dinge. Ein Fußballspieler hat auch nicht die Zeit, jetzt einen Muskelquerschnitt zu erweitern. Ne, die haben jetzt 3 Wochen Winterpause. Da arbeiten wir durch, da schauen wir, dass wir reinkriegen. Aber mit 3 Wochen, das ist ja kein ganzer Zyklus. Also wenn wir jetzt aus dem Gewichtheben sprechen oder aus Trainingslehre generell, sind die 3 Wochen, das kann mal ein Maximalkraftzyklus sein, aber ein Entwicklungszyklus, ein aufbauender Zyklus braucht längere Zeit. Da brauchst du schon mal 1, 2 Monate, um dann da auch wirklich einen Muskel zum Wachsen zu bringen. Das geht nicht innerhalb von ein paar Wochen. Aber die Fußballer haben dann jetzt Hallensaison. Dann fangen die jetzt schon wieder mit der Vorbereitung an, dann sind sie wieder draußen, dann laufen die das ja wieder alles weg, was du da mühevoll hingebaut hast. Also da musst du einfach anders arbeiten und hast andere Schwerpunkte, als es jetzt bei einem Footballspieler ist. Also die beiden, ne, wo es ein bisschen unterschiedlich ist.
Ja, interessant, ja. Martin, wir haben unsere 99. Podcast-Folge. Das heißt, das nächste Mal haben wir die 100. oder? Ja, lass uns da was Besonderes noch einfallen. Haben wir wieder einen Gast oder was? Was kann man da Oh, bieten? das ist, also Johannes, da haben wir nur eine Woche Zeit und das sagst du mir heute, ne? Also, ich habe vorhin, den kennst du, den kennt jetzt Gott sei Dank hier niemand, ich habe vorhin den Jochen gehabt hier beim Training. Ja, okay. Und da habe ich gesagt, hey, willst du als Gast? Ich habe jetzt einen Podcast. Ne? Ich weiß nicht. Ja, gemeinsamer Freund hier aus der Gegend, genau, Ja. der regelmäßig ins Fitness kommt, ja. Ja, nehmen wir Genau. auch mal mit dazu in Jochen, ja. Dann kann er mal aus dem Nähkästchen Ja, plaudern, genau. was er mit dir schon alles erlebt hat im Fitnessstudio. Dicker Oberarm macht mit mir nichts. Mit mir erlebt man nicht viel. Ja, das ist schon immer lustig mit dir im Fitnessstudio. Ja, Ja. ja. Ja, 99 Folgen haben wir heute dann. Ja, Ja. das ist stark, ne? Ja, und eigentlich auch selten mal, also wir haben es eigentlich fast immer durchgezogen, gut, ab und zu mal so mal eine Woche Pause, weil wir keinen Termin ge gemeinsam gefunden hatten, aber so eigentlich jetzt durchgezogen, ja. Ja. Ja, schon verrückt, ne? Ja. Ja, schauen wir, ob wir noch was hinbekommen für nächste Ja, Woche dann für schauen euch. wir mal. Ja, ich schau mal. Ja, lass uns Guck noch mal, lass, wir was versuchen uns mal was einfallen. einfallen zu lassen, ja. Genau, lasst euch überraschen, lasst uns selbst überraschen. Ja. Ja, dann Powerhouse Camps stehen dann auch wieder an im Ja, Januar. haben wir wieder, freue ich mich, wir haben am 14.01., 14.01. und am Zehn 28.01. Tage, ja. eins. Die ersten Anmeldungen sind schon reingetröpfelt für beide Camps. Also es wird angenommen, die Camps werden gut angenommen. Vor allem der 28. ist ganz interessant, weil wir da mal also mit dem Lutz in Absprache das so machen, dass wir am Vormittag ein Lauftraining haben. Also da gehen wir auf das Okay. Laufen ein, die reine Athletik und auch mal den langen Schritt versuchen. Ich hoffe, dass das Wetter gut ist, dass wir auch auf die Bahn raus können, dass wir auf der Bahn arbeiten können. Und am Nachmittag dann eben den Fokus auf das Krafttraining legen. Und das ist, finde ich, also das finde ich schön und da freue ich mich auch drauf, dass wir das machen können mit einer langen Pause, dass die Athleten auch genügend Zeit der Regeneration haben, um dann eben da wirklich zwei Einheiten an einem Tag zu machen. Das ist der 28.01. Am 14.01. ist es ein Krafttrainingscamp. Ich drücke die jetzt ein bisschen nacheinander durch, weil so sehr lange, wie schon gesagt, dann fängt ja die Saison an, dann ist ja die Preseason da und dann wird nicht mehr so sehr viel Wert auf das Krafttraining gelegt, dann machen wir noch Athletik, aber dann sind die Athleten ja wieder in den Vereinen gefordert, mit ihren Mannschaften, mit ihren Coaches dort, das Spielsystem zu erlernen und zu trainieren. Und Okay, ja, deswegen so denke ich, ist. bis Mitte, Ende März spätestens, da will ich noch ein paar so Powerhouse-Camps durchdrücken und machen, damit da die Jugendlichen auch die Chance haben, dabei zu sein. Und die machen also echt immer irre Spaß, diese Camps. Das ist toll, wie die Athleten auch mitmachen. Ne? Du warst ja da auch mit dabei. Ja. Die sind engagiert, die haben da Bock drauf und feuern sich an. Und das ist echt toll zu sehen. Und viele kommen ja jetzt schon mehrmals. Also einige sind ja jetzt dann immer wieder gekommen und kommen immer wieder. Und dann sieht man auch, was da passiert in ein paar Wochen. Wenn die dann zu Hause ein bisschen Ja. arbeiten, dann sieht man, was da passiert. Ja, und nachdem wir jetzt im 2024 dann sind, was steht noch so an in diesem Jahr? Was hast du da noch, was du hier verkünden kannst? Also was wir jetzt mal verkünden können, weil da bin ich echt ein bisschen traurig. Der Spielplan der South Dakota Coyotes ist rausgekommen oder ist schon veröffentlicht. Ja. Und Heimspiel ist wieder genau an dem Wochenende, an dem der German Bowl ist. Und denn da würde ich gerne mal wieder hingehen. Ich war echt schon ein paar Jahre nicht mehr beim German Bowl und da würde ich wirklich gerne wieder mal hingehen. Ja. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache, dass man die Reise eben dann tatsächlich auf Ende, also wirklich Ende Oktober, Anfang November verlegt. Das muss ich jetzt mit dem Bob Nielsen noch ein bisschen so besprechen und mal gucken, wie das dann wird. Aber ich habe ganz viele Anfragen schon Okay. und bin davon überzeugt, dass es wieder eine gute Reise wird und die Teilnehmer da Spaß haben werden und plane das jetzt schon wieder und will es ja auch bald veröffentlichen, wenn ich mal sicher bin, welches Wochenende ich nehme. Okay. Dort. September ist ein bisschen zu früh. Das klappt für viele nicht und da ist noch Spieltage und dann wäre eben das nächste Heimspiel der 12. Oktober und da ist eben wieder German Bowl und dann sind sie aber 3 Wochen auswärts und erst wieder
Im November, glaube ich. Das erste Wochenende im November ist dann wieder ein Heimspiel in South Dakota. Ja. Hast du mit Bob Nielsen mal gesprochen? Die sind ja weitergekommen da eine Ja, Runde und gegen klar. Wir, North Dakota dann ja. rausgeflogen. Ja, hat eben, hat, wir haben darüber gesprochen und weil ich ihn dann auf angesprochen habe, sagt Mensch, aber im Weil in ersten, Season haben sie die ja noch genau, geschlagen. und zwar deutlich. Ja, Und zwar genau. deutlich. Ja. Und ich war echt entspannt. Ich habe dann auch gesagt, Bob, ich war eigentlich völlig entspannt. Und da habe ich gesagt, ja, wir haben einfach ein paar Fehler, also einige Fehler gemacht und haben eben genau das, was man immer wieder auch schon oft gesagt hier, haben hier Johannes, das Momentum hergegeben. Ne? Ein paar Mal das Momentum hergegeben. Und Ja. dann nicht mehr in Tritt gekommen und dann ja leider nicht weiter gekommen. Dafür ist ein anderer Freund, befreundeter, sehr gut befreundeter Cheftrainer weitergekommen, der Kalen DeBoer von Washington spielt jetzt im Finale. Genau, denn da war jetzt auch im College, waren ja die Bowl Games und im Sugar Bowl haben die Texas Longhorns 31 zu 37 gegen Washington verloren. Ja. Und deswegen ist Washington Und jetzt jetzt weiter, ja. Washington, ja, genau, weiter. Und mit dem Kalen habe ich auch, also da habe ich nur geschrieben kurz, der hat natürlich jetzt überhaupt keine Zeit, der ist jetzt Ja. voll im Stress, ganz klar. Aber er hat natürlich geantwortet und er hat trotz des Stresses gefragt, wann ich denn wieder was mache in Deutschland. Er würde gern wieder rüberkommen und einen Vortrag halten. Der war mal bei einer Coaches Convention da und das war, also die Anekdote, mit dem Kalen, als der hier war in Deutschland, das war etwas, was ich, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat und ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Das war, ich weiß es ja nicht mehr, da war der Brian Ward war mit dabei, der war ja dann damals Defense Coordinator von Syracuse. Kalen DeBoer war dabei und wer war denn noch dabei als Trainer? Ist auch egal. Aber wir saßen dann alle nach der Convention bei mir zu Hause in Rothenburg ob der Tauber. Und ich hatte natürlich nicht so viele Stühle, wie wir Leute waren, die ganzen Trainer aus den USA. Und Ja. es war so witzig. Wir haben dann bei mir einen Whisky getrunken. Und der Kalen und der Brian, also die beiden, in dem Falle höchst dekoriertesten Trainer, die saßen dann bei mir auf dem Boden vor der Heizung. Und, aber völlig entspannt und hatten, wir hatten einfach eine richtig gute Zeit da alle zusammen, haben Ja. Football gequatscht, haben andere Dinge gequatscht. Und das sind so Momente, wo du dann einfach weißt, das ist echt toll. Vielleicht, ich bin ja jemand, der versucht immer vieles zu hinterfragen. Vielleicht natürlich, ne, die Coaches Convention war um. Und dann ist natürlich ganz viel Last von mir gefallen und dann bin ich mit denen nach Hause gefahren, dann war das alles entspannter. Und es war einfach ein ganz, ganz toller Abend, mit diesen Trainern zusammen zu sitzen und zu reden. Und der Brian Ward war vorher schon mal da, da war auch der Bob mit dabei und der Jeff Reinbold. Da hatten wir in Nürnberg mal so einen Abend, wo wir essen waren. Und das war auch so ein toller Abend, wo eben jeder darüber gesprochen hat, was ihn am Football fasziniert. Und es war dann so für mich so bezeichnend, dass du dann damit dabei bist, dass es völlig egal ist, ob du jetzt in Deutschland ein Footballtrainer bist, in der CFL wie der Jeff Reinbold, am College Division One oder was auch immer, sondern die Philosophien sind gleich, die Antriebe, die Leidenschaft und die Argumente, warum man diesen Sport betreibt und was an dem Sport so faszinierend ist, das fand ich einfach so toll. Was waren Ah, damals so ein paar schöne der Momente? Clay war damals dabei, der Clay Iverson war mit dabei, weil der Clay war auf dem Sofa mitgesessen, ja. Genau. Ah, Clay war auf dem Sofa. okay. Clay Iverson und Andy Meyer waren auf dem Sofa. Ich hatte den Sessel. Ich glaube, der Richie war noch mit dabei und die beiden hochdekorierten Trainer, die saßen am Boden an der Heizung gelehnt, auf einem Schafsfell und jeder hat ein Whisky in der Hand gehabt. Und war einfach eine gute Zeit. War Ja, ja, wirklich schön. ja. Also. Aber was waren dann so ein paar, wenn die jetzt so über ihre Leidenschaft, was sie so begeistert am Football, was ist sie da so hängen geblieben? Was waren das so ein, zwei schöne Aussagen? Ja, es ging einmal, also was für alle wichtig ist, ist das Team, also ist eben keine Einzelsportart, sondern diese vielen Menschen zu organisieren, zu strukturieren, mit denen was zu geben. Und was mir im Kopf blieb, war, dass du, wenn du es schaffst, dass die Spieler an das glauben, was du tust oder was sie alle tun, was da als Gesamt ist.
als gesamte Philosophie und Struktur funktioniert und die Leute sich daran halten und du schaffst, dass die an die Regeln glauben, die du aufstellst, dass du dann vermeintlich bessere Mannschaften, also vom Talent her bessere Mannschaften, einfach im American Football schlagen kannst, weil der Teamgedanke da so sehr im Vordergrund steht, wie das eigentlich bei keiner anderen Sportart war. Und das fand ich, war für mich sehr lehrreich und ist wirklich etwas, was einfach stimmt, was tatsächlich stimmt. Wenn du diese Mannschaft so coachen kannst, dann kannst du auch mit Positionen, die vielleicht nicht so top besetzt sind, einfach weit kommen. Du kannst sehr erfolgreich spielen. Ob du jetzt Meister wirst, das will ich jetzt nicht, das lassen wir nicht dahingestellt, aber diesen Prozess, eine Mannschaft dahin zu führen, dass sie an das glaubt, was man tut, insgesamt als Team, als Kollektiv, und dann wirklich Berge versetzen kannst, das fand ich unglaublich spannend. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Coachings. Und kannst du es jetzt auch auf irgendwie Situationen außerhalb vom Football im normalen Leben irgendwo ummünzen, wo du denkst, hey, da Nee, könnte man mein doch Leben ist manchmal auch. Football, Johannes. Das Das ist das normale ist Leben. das normale Leben bei Martin, Das ist das normale Leben. ja. Nee, kann ich nicht, ehrlich nicht. Das Ja. ist außerhalb vom Football im normalen Leben. Johannes. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Ja, war ja, weil wir jetzt schon dabei waren, im College war ja auch im Rose Bowl, hat Michigan ganz knapp gegen Alabama gewonnen, 27 zu 20 in der Verlängerung dann, Overtime, war ja auch ein ganz knappes Spiel. War ja schon interessant, dass beide Spiele dieses Mal echt spannend und knapp waren bis zum Schluss dann. Ja. Ja, es spricht für die Colleges, spricht für die Trainer vor allem, Ja. also für die Ausbildung der Athleten, denn es ist ja wirklich so, in der Vergangenheit hat es da schon oftmals so Shootouts gegeben, ne, wo dann Ja. eine Mannschaft echt deutlich gewonnen hat. Und das war dieses Mal nicht der Fall. Also das fand ich eine ganz, ganz schöne Sache, muss ich sagen. Ja. Ich meine, in Washington hat man jetzt schon gemerkt, dass die in Ticken immer stärker waren, wie jetzt Texas. Die Ja, Longhorns waren ja, immer ein bisschen ja, hinten ja. dran. Aber von dem her, das wird ein spannendes Finale werden. Michigan gegen Washington. Ja, ich glaube, nächsten Montag auf Dienstagnacht, glaube ich. Ja. So, wer Lust hat, live dabei zu sein. Genau. Ja, wo schaut man das denn live? Ich habe einen Game Pass, aber keine College-Spiele. Nee, also du kannst auf RAN.de oder Pro7 Max übertragen, Okay, gut. das Okay. College-Spiel. Ja. Dann, ja, dann müssen wir anschauen, ne? Klar. Genau. Musst Gegen nachts aufstehen, DeBoer. Martin. Das ist, Gegen glaube ich. DeBoer muss man auch sagen, Johannes, da gibt es ja schon noch ein paar Sachen mehr. Ich verstehe mich ja sehr gut mit dem Kalen und die meisten Manuals, die ich habe, also nicht alle, aber einige, basieren schon auf den Manuals vom Kalen DeBoer. Also das ist so etwas, der hat mir sehr viel gelernt, sehr viel beigebracht. Und vieles von dem, was ich tue, basiert auf seinem Wissen. Das muss man schon auch ehrlich so sagen. Ne? Und das ist schon schön, wenn man das dann eben sieht, ne? Wenn das auch weitergegeben wird. Ne? Also das sagt auch er, dass das natürlich schön ist, wenn das weitergegeben wird. Naja, wenn es sich weiter verteilt. Also wenn man jetzt das Finale, ich habe es noch nachgeschaut, ist am Dienstagnacht um 1:30 Uhr dann Super. anschauen möchte nachts, kann man dann auch so ein bisschen deine Spielphilosophie rauslesen. Naja, die Philosophie, ja, doch, glaube schon, dass der Kale und ich, ja, doch, glaube ich schon, ne? Ja. Okay. Ja. Mal schauen, ob ich da nachts rauskomme, ob ich es mir anschaue oder dann im Real Life am nächsten Tag. Aber wir machen jetzt da praktisch Werbung dafür, ne? Wir machen jetzt Werbung für Pro7 und RAN, dass die Leute dann dieses Spiel anschauen nachts, weil es einfach ein tolles Spiel ist und ein Bezug zu Europa da ist, ne? Ja, genau. Und du hast die Connection dazu. Ja, vielleicht kannst du ja noch als Experte mit, sagst hier, du kennst ihn gut, dann kannst noch Nein, nein, mitmoderieren bei nein. Pro7. Nein, das machen wir. Also Ich das ist natürlich Spaß, aber natürlich mit dem Sebastian Mühlenhof hätte ich das wirklich gemacht, das gebe ich zu. Aber ansonsten glaube ich, dass meine Analyse zu trocken ist für die Zuschauer, die das sehen wollen. Naja, aber die Genau. nachts um 1:30 Uhr aufstehen und sich das anschauen, also Stimmt, das sind sind, jetzt glaube keine ich. Event-Zuschauer, sondern die sind wirklich Football interessiert, denke ich Genau, mal. Ne? genau, Die sind genau. schon dann Also da. Ja, das kommt stimmt. deine Analyse bestimmt auch dann gut an bei den entsprechenden Leuten, ja. Na gut,
Ja, dann haben wir mal das soweit abgefrühstückt. Ich habe eine Antwort bekommen von Roman. Wir hatten das letzte Mal ja besprochen, das Thema, dass er an der Grenze Bayern zu Österreich wohnt und in Bayern lebt, aber seine Söhne in Österreich dann spielen und keine Chance haben, in der Bayern-Auswahl dann zu spielen, weil sie da weil sie keinen Pass haben. Und da kam jetzt folgende Antwort. Also er ist wohl gerade in Florida, hat den Orange Bowl angeschaut. War ein tolles Erlebnis, auch wenn er nicht so spannend war. Grüße schon mal, genießt es noch. Und ja, er hat sich bedankt, dass wir das thematisiert haben. Seiner Meinung nach müsste der Wohnort von Minderjährigen darüber entscheiden, für welche Länderauswahl sie spielen. Die Wildcats, bei denen in der Nähe sind keine Alternative, die haben nur eine Tackle U19. Sie sind also wie viele andere Vereine im Südosten Bayerns extrem schwach aufgestellt, was Jugend betrifft. Außerdem sind die näher an Passau als an Salzburg. Deutsche Vereine in der Nähe sind die Rebels aus Rosenheim und in Traunreut die, wie spricht man die aus? Monsignors oder so ähnlich, ne? Ja. Moniseers oder so. Beide ohne aktive Jugend im Ligabetrieb. Somit spielen fast alle Jugendlichen aus dem Bereich zwischen Rosenheim und Salzburg bei den Ducks in Österreich wird U12, U14, U16 und U18 Tackle gespielt. Wobei wir in Salzburg bei den Ducks nur eine U14, U16 und U18 haben. Vielen Dank nochmal und dann ja, wird Ihnen jetzt nicht direkt dann, mein, wir haben es ja besprochen, es Wir ist ja. brauchen bessere Jugendarbeit in Bayern. Ja, dann Brauchen bessere Jugendarbeit. müssen wir es wieder vorleben, Martin. Brauchen wir Ja. jemanden, der, Ich habe der Bock morgen, hat, weil du einzubinden? Rosenheim sagst, ich habe morgen eine ganze Gruppe von Jugendlichen aus Rosenheim. Die machen hier Trainingslager mit den Knights in Rodenburg und die kommen morgen zu mir in den Sportpark, um eben ein bisschen was über Athletik und Football und allgemein so ein bisschen darüber reden. Finde ich schön, hat der Trainer dort angeleiert, die Trainerin oder Ja. Betreuerin, die Lara Knappe, die hat jetzt auch einen Trainerschein gemacht, die hat es angeleiert, finde ich schön, freue mich darauf und die sind dann morgen Nachmittag mal 2 Stunden hier und werden dann von mir bespaßt sozusagen. Okay. Ja, Ich kann mir nächste Woche berichten. genau, wie das war. Ja, spannend, ja. Ja, mein Rosenheim ist ja schon ein Stück, aber ja, Ja, auch nicht aus auch der spannend. Welt. Ja. Ja. Ja, dann habe ich noch was, bevor wir auf die NFL noch eingehen. Und zwar in der ELF wurde verkündet, dass Chris Esiala zu der Stuttgart Search kommt nächste Saison, dass er nochmal spielt. Finde ich jetzt spannend. Ich habe Chris ja auch kennenlernen dürfen beim Jugendcamp damals vor 2 Jahren. Habe ihn ja auch interviewt hier im Podcast. Und dadurch, dass der aus München kommt, hätte ich jetzt eher gerechnet, dass er dann bei den Ravens nochmal oder bei den Cowboys Ja, die aber Schule spielt. er hat doch schon für den Coach Newman gespielt in Schwäbisch Hall. Du meinst, dass er ihn dann hergeholt hat? Ja, klar. Ja. Ich denke, dass es da all die Verbindungen gibt, die ihn dann da hingeholt haben. Ne? Okay, ja. Ja. Das kann es natürlich sein, ja. Aber es ist Also, natürlich trotzdem für ihn, wenn er in München wohnt. naja, ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht zieht er nach Stuttgart, vielleicht hilft die Search ihm dann da was zu machen. Also weiß ich nicht. Kann ich auch überhaupt nichts dazu sagen. München wäre jetzt auch mein erster Dings gewesen, aber dadurch, dass er eben schon in Schwäbisch Hall gespielt hatte, für den Jordan Newman gespielt hat, denke ich, ist das eigentlich ein Move, der nicht unüblich ist. Hat sich dort wohlgefühlt und ist zufrieden. Also warum soll er nicht Ja, bei jedem und da wieder weißt du ja spielen? dann, was du bekommst bei dem Trainer, Genau, wenn du den ja. dann schon kennst Ganz genau. Du, das und muss sich auf nichts Neues einstellen und das, glaube ich, ist schon, ja. also ja, war jetzt für mich nicht überraschend. Ja. Und Jordan Newman hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, wo ihn Jerry Jones, der Owner der Dallas Cowboys, ihm Grüße dalässt und ihm alles Gute für die Saison mit der Stuttgart Search wünscht. Schön.
Ist der aus Texas, Jordan Newman? Ich weiß es nicht, ich weiß ich Das nicht, ist keine Ahnung. schon spannend, dass der Ja, zu Jerry Jones da Kontakt hat. ja. Vielleicht kommt da der Geldfluss Richtung ELF jetzt dann, wenn da die Connection hergestellt Ja, dann, das würde helfen, ne? Das würde helfen. wird. Ja, das würde Jerry Jones nicht schmerzen auf jeden Fall, wenn er da ein bisschen die ELF Weiß ich es unterstützt. nicht, keine Aber der ist natürlich Ahnung. auch ein Geschäftsmann, ne? Da Ja, wird natürlich auch klar. was zurückkommen, ja. Die haben ja alle deswegen so viel Geld, weil sie damit umgehen könnten, ne? So meinst du, ja. Ja, das muss man lassen. Aber haben sich auch immer wieder getraut, neue Sachen Ja, auszuprobieren genau. und Und zu immer wieder neue investieren Sachen auch. ausprobiert. Ja. Ist ja auch leichter, wenn du dann schon mal genügend hast, ne? Ja. Ja, Jerry Jones hat auch in so einem Interview so gesagt, it's a better world to be naiv. So. Also wenn man manchmal ein bisschen naiver an Sachen rangeht, hat man vielleicht eine Ja, schönere Welt. So. da bin ich mir sicher, ja. Weil halt Ja. manchmal ein bisschen belächelt wird mit ein paar Investitionen, die dann Ja, ja. hinterher echt gut gefruchtet haben. Ja. Ja. Naja, dann haben sie auch noch veröffentlicht, im gegenseitigen Einvernehmen trennt sich die Search von George Streeter und Jeremy Bryson. Ich meine, Jeremy hast du ja damals dann auch mit auch geholt gehabt und Ja, den George auch, ja. den George Ja, auch, ja. keine Ahnung, bisschen verwunderlich. Ich denke, dass sie eine ganz gute Arbeit gemacht haben, wichtig waren fürs Programm, aber Ja. ja. Also ich habe ja Entscheidung. Jeremy auch auf Instagram ein bisschen, hat es mir öfters mal von ihm angezeigt und es hat sich ja schon nach seinem letzten Post am Ende von der letzten Saison ein bisschen, habe ich so rausgelesen, wie wenn er jetzt was anderes machen möchte. Okay. Ja, ich meine, der hat jetzt auch 3 Jahre viel Freizeit auch mit Ja, investiert klar. und vielleicht möchte er jetzt was anderes machen. Sein Ja, Sohn klar. spielt ja auch und Ja, ja, genau. Ja. tut sich auf jeden Fall was. Was ich auf jeden Fall spannend finde, es gibt viele Wechsel in der ELF, wenn das interessiert. Sebastian Ja. Mühlenhof auf Twitter hat es alles Aber veröffentlicht. Ja. findest du das auch spannend, dass so viele in der Liga wechseln? Ja, ich meine, vor allem, was ich spannend finde, da wollte ich mal darauf eingehen, dass viele Spieler von den Barcelona Dragons jetzt nach Madrid gehen zu den Bravos. Ja gut, aber das wusste man, dass viele aus Madrid ja in Barcelona gespielt haben. Aber dieser Wechsel und da kommt man immer wieder auf dieses Thema, das wir ja schon mal hatten, und immer wieder auch drüber sprechen, oder auch wenn ich mit Coaches drüber spreche, mit Kollegen, wir haben nicht genügend Footballspieler in Europa, um alle Ligen entsprechend auszustatten, zu bestücken, so wollte ich sagen, ja. Und das heißt, was, wenn du da mit anderen drüber sprichst, was ist Naja, das so die dass wir Konsequenz? halt glauben, dass die Qualität einfach nicht besser wird. Ja. Na, also die Overall-Qualität, wir sagen jetzt ja alle immer, die ELF ist jetzt die Top-Liga in Europa. Also da sollten die Ja. besten Spieler hin. Ja, aber jetzt schieße ich die ja selber schon immer ein bisschen weg, weil so viele Wechsel innerhalb der Liga sind. Und die guten Spieler, die nachkommen, die sehe ich da jetzt nicht wirklich von den anderen Ligen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich denke, dass jetzt Potsdam, Dresden, Schwäbisch Hall, die sind ja trotzdem noch gut bestückt und haben trotzdem noch gute Spieler. Also vielleicht liege ich auch falsch, mag schon sein, aber alleine die ELF-Teams in Deutschland brauchen circa 80 bis 90 Offensive-Spieler, qualitativ gute Ja. Offensive-Spieler. Jetzt fragt mich noch mal einer, wo die herkommen sollen. Also ich weiß, England, Schweden, Finnland, aber das kostet alles Geld. Also das ist ja alles wirklich teuer. Aber da jetzt zum Beispiel England, hat der Sebastian auch getwittert, Großbritannien zieht auch seine U19 von den europäischen Wettkämpfen zurück. Ja, habe ich gesehen, ja, habe ich gelesen, ja. Ja, weil es Ehrenamt Also, ist, weil da keine ja. Kohle ist, ne? Ja. Und die Frage ist halt, wann wird sich American Football in Europa etablieren? Wir sind eben Ja. noch eine Randsportart. Und wenn ich sehe, wie andere Randsportarten rummachen, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt eine Vermutung, da bitte mich nicht an die Wand nageln deswegen, aber ich glaube, im Handball in der Bundesliga gibt es auch noch viele Spieler, die nicht Vollprofis sind, sondern die halbtags arbeiten müssen. Ja, ist gut Ja, möglich, ja. und Ja. dann, weißt du, wenn du das jetzt irgendwann mal alles zusammenzählst, jetzt mit so vielen Jahren, die ich jetzt auf dem Buckel habe und dem Kampf, den ich da immer hatte, wenn du dann mal die Augen aufmachst und über den Tellerrand rausschaust, dann siehst du, ja, den anderen geht es ja auch nicht besser. Nur In mit anderen einem Sportarten, Unterschied. ja. Du kannst mit 12 Leuten eine Handballmannschaft stellen. Ja.
Ja, das ist das Manko im Football, dann dass du viele Spieler Ja, benötigst dann, ja. und jetzt kann man natürlich sagen, weil unsere Kultur so aufgebaut ist, durch viele Mannschaften, die wir ja jetzt zwischenzeitlich haben, kommen auch viele Spieler. Aber wir kriegen die nicht in die Spitze, meiner Meinung nach. Ja. Wir haben nicht genügend Ausbildungsmöglichkeiten, nicht genügend Coaches, damit wir die jungen Spieler in die Spitze kriegen. Und da wird es dann zum Rohrkrepierer. Da fällt es Ja. dann weg. Ja, wenn wir es hier nicht lösen können. Ich habe ja mal eine Umfrage Nein. auf Spotify gestellt, wo wir das Thema Flag Football auch hatten, von der NFL, die Programme, ob sie den deutschen Football voranbringen. Und ja, da war so jede Antwort, die ich mal vorgegeben jede Antwort wurde ja auch mal geklickt so. Also ja, es wird viel mehr Spieler generieren bis hin, nein, leider, es wird nichts bringen oder man hofft, dass es was bringt oder langsam vorankommt. Ja, schauen wir mal. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, Das auf alle Fälle. wir werden drüber Naja. sprechen. Genau, ja, jetzt war ja auch Football am Wochenende in der NFL. Ja, die Dallas Cowboys hatten ja gegen die Detroit Lions auch gespielt, was ja auch ein Top-Game war. Also Ja. beide von den besten NFC-Mannschaften, beide sind jetzt 11 und 5. Die Cowboys gewinnen knapp 20 zu 19, war ja mit den Referees noch ein bisschen ein Thema. Was war denn da los? Weißt du es? Ich Ich hab's. habe es gerade auch nicht direkt auf dem Schirm, aber Okay. die sind nur für die Playoffs jetzt gesperrt, die Schiedsrichter. Okay. Es war ja nur am Ende ich glaube, so eine grenzwertige Entscheidung, weshalb dann nochmal, gab es nochmal eine Flagge und dann haben die Lions nochmal wiederholen müssen, nochmal den vierten, die hatten, glaube ich, in den vierten und zwei ausgespielt und hatten sie dann verloren und dann haben sie, oder beziehungsweise eine Flagge, dann war es vierter und sieben und dann, ja. Haben sie die nicht mehr reingebracht, dann Okay, gut. bei der Two-Point-Conversion Ja, war das dann, ja. okay. Genau. Also sie wollten eine Two-Point-Conversion reinlaufen und da diese Entscheidung von den Refs wurde jetzt angezweifelt. Ja, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie häufig die Lions wirklich die vierten Versuche ausspielen. Die sind wohl in Summe die am aggressivsten Mannschaft in der NFL, die zu 35% ihre vierten Versuche Okay. ausspielen. Und wenn sie über der, also auch in der eigenen Hälfte noch und wenn sie in der gegnerischen Hälfte sind, sogar zu fast 50%. Und dann auch so vierte und fünf und vierte und sechs oder so spielen die dann da mal aus. Das finde ich schon immer wieder faszinierend, wie aggressiv, dass die da rangehen. Das stimmt, das ist echt aggressiv, ne? Also, ja, es ist jetzt eine Statistik, die mir neu ist, die kenne ich jetzt so nicht von Ihnen, aber das ist schon etwas. Ich meine, klar, vielleicht arbeiten die eben da über die Statistik und sagen, hey, das ist die Statistik, die gibt uns da und da recht. Wie erfolgreich sind Sie denn? Weißt du das auch? Also wie viel das sie dann umwandeln, Ja. kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ich weiß nur, dass sie in der Saison jetzt schon sehr viele geschafft haben, so in Summe. Und darüber Ja. glaube ich auch, weil das haben sie die letzten 2 Jahre mit Dan Campbell auch schon gemacht. Und dann haben sie ja doch nicht immer die Spiele knapp dann verloren oder so. Und jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt dann, wenn sie es dann schaffen, so ein Momentum erzeugt, um dann den Gegner auch platt zu machen, irgendwie so auch vom Das Kopf her auf dann. alle Fälle. Ne? Also das wird Ja. sicherlich passieren, da bin ich mir auch sicher, ne? Dass das passieren wird, dass das sicherlich ein Momentum ist, das da passiert. Und aus dem Grunde ist es für die halt sicher auch eine ganz wichtige Sache, ne? Das zu machen. Ja, und ich meine, die hatten jetzt, ich meine, klar, die sind sicher weiter bei ihnen in der Division, sind sicher in den Playoffs, haben auch den ersten Spot, würde ihnen keiner wegnehmen können. Aber sie hatten jetzt, ne, es war 19 zu 20 für die Cowboys. Und hätten sie das Field Goal gekickt, wäre es in Overtime gegangen. Aber die haben ja gesagt, nee, sie gehen jetzt für den vierten Versuch, um noch irgendwas für die Playoffs ich weiß es nicht, auszuprobieren. Ja. Weil vierter und sieben, sagst du dann, okay, dann kicke ich das, gehe in Overtime, versuche dann noch das Genau. Spiel zu gewinnen. Genau. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Aber da ist ja auch wieder so, Johannes, da sind wir nicht nahe genug dran, weil wir nicht wissen, wie die Mannschaft jetzt, also was das für ein Gefühl erzeugt hat in dieser Mannschaft. Ob du der Meinung warst, wir schaffen das nochmal, dann weitere Drives, ist meine Offense gut genug, weitere Drives zu machen? Ja. Oder aber merkst du schon, oh, die Kräfte schwinden, es wird weniger, es wird langsamer. Das sind alles Dinge, die du dann damit einberechnen musst und die können wir nicht, die können wir nicht wissen, da können wir nur spekulieren, aber keine echte, tatsächliche Entscheidung abgeben dazu.
Also gefühlt immer, wenn ich ein Spiel von den Lions diese Saison mal gesehen habe, immer wenn es einen vierten Versuch gab, war mir so klar, ja, die spielen das jetzt aus. So. Ja. Oder mit einem Ja. Fake Punt in der eigenen Hälfte dann im Ja. ersten Quarter schon oder so. Also die gehen da echt gutes Risiko. Ja. Ja. Bin mal gespannt, Halt wie es in progressiv, den ne, würde ich Playoffs, sagen. Progressiv. ob sie es in den Playoffs dann auch so krass ausspielen. Also ich vermute mal, in den Playoffs wären sie in die Verlängerung gegangen. Außer den Campbell sagt, nee, entweder wir gewinnen es jetzt oder wir verlieren es, aber geht ja auch Genau. um viel in den Ja, Playoffs. ja. Schauen wir Aber mal. die sind ja in den Playoffs, oder? Die sind sicher in den Playoffs, ja. Naja, dann kannst du das natürlich machen, ne? Dann ist es natürlich okay. Ja. Weil es war jetzt im Monday Night Game haben dann die Packers 33 zu 10 gewonnen jetzt gegen die Vikings und die Packers sind 8 und 8 und die Lions sind 11 und 5. Also Ja, die können gut. es ja jetzt nicht mehr überholen, die Packers dann. Ja. Die Lions, ja. Genau, ja. Ja, was hast du sonst noch ein bisschen angeschaut oder ein bisschen, welche Ergebnisse haben dich fasziniert am Wochenende? Also fasziniert, hier habe ich die Ravens gegen die Dolphins. Da hat es mal Ja. eingeschlagen, würde ich sagen. Ne? Also Ja, das also war wow. das hätte ich auch Die nicht gedacht, Dolphins ja. sind ein bisschen verletzungsgeplagt. Ja. Aber ja, gut, deswegen dich so abstimmen zu lassen, das wäre jetzt auch nicht unbedingt so der große Burner gewesen. Aber das war sicherlich was mich am meisten am Wochenende eigentlich beschäftigt hat, war dieses Ravens gegen die Ja, Dolphins-Spiel. 56 zu 19, genau, gewinnen die Ja, Ravens, ja. die Bills gewinnen auch knapp gegen die Patriots. Ja, Patriots irgendwie kommen jetzt doch noch mal so zum Die sind, Saisonende. ja, und ich sag dir, wenn die den Belichick lassen, der baut da wieder was auf. Das braucht halt Zeit. Und ich Ja. meine, ich habe dasselbe in Stuttgart erlebt für mich. Ne? Du brauchst die Zeit, um da was Neues aufzubauen. Ja. Es ist natürlich immer einfacher, wenn du mit was Fertigem kommst und ergänzt da noch ein bisschen was. Aber du brauchst die Zeit. Und wenn du die nicht kriegst und nicht bekommst, dann kannst du da nichts machen. Ne? Und dann verlierst du auch vorher. Ne? Dann ist einfach rum. Ja. Ist halt so. Ja. Das andere wäre, dass die Eagles gegen die Cardinals verlieren. Das war auch ein bisschen. Ja, 35 zu 31. Also Ja. die Eagles, meine, letzte Woche haben sie nur noch gewonnen gegen die Giants. Das Wochenende davor gegen die Cowboys, glaube ich, verloren. Jetzt gegen die Ja. Cardinals auch verloren. Die 4 und 12 stehen jetzt. Ja. Bei denen ging es eigentlich auch um nichts mehr. Das ist also Aber die Eagles Eagles. sind ja auch in den Playoffs. Ja, allerdings geht es ja darum, also die kämpfen ja gegen die Cowboys, wer Heimrecht Ach hat. so, ja, Also, stimmt, die haben 11-5, ja, das stimmt, ja, da genau, hast du weil recht, ja. aktuell sind jetzt die Cowboys wieder vorne, die haben Ja, zwar auch aber sie sind auf alle 11-5. Fälle in den Playoffs. Das auf jeden Fall, Und ja, aber das es ist das macht. Wichtige. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass sie in den Playoffs sind und dann Ja, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du auswärts spielst es oder macht vor allem daheim, ja. einen finanziellen Ja. Unterschied. Ne? Dein Ja. Board wird froh sein, wenn es dann irgendwie was gibt. Ne? Ja, und da habe ich mal was gehört, dass so die Eagles-Franchise wohl ein bisschen den Führungsstil von Hurts in Frage stellt, so bei den Eagles, weil er doch eher ein ruhigerer, introvertierterer Quarterback ist, Ja, aber gut, der der sich macht in der seine Meter, der Umkleide. bewegt den Ball. Ne? Also da hätte ich jetzt überhaupt kein Problem damit. Ne? Also ich habe da, ich zitiere das mal, laut einem Bericht, die Eagles wollen, dass sich ihr Franchise-Quarterback in der Umkleidekabine ein wenig mehr öffnet. Die Spieler mögen und respektieren Hurts, das Team muss sich außerhalb des Spielfelds keine Sorgen um ihn machen. Die Eagles wollen, dass er sich selbst treu bleibt, aber sie wollen auch, Genau. dass er sich nicht so sehr abkapselt. Was auch Ja, immer das das. dann bedeutet. Aber Also, wenn es mal nicht so läuft, dann wird ja jede Kleinigkeit irgendwie genau, hervorgehoben dann wird und aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Und ja. da könnten wir jetzt sozialkritisch, gesellschaftskritisch mal die Presse hernehmen Ja, und könnten den Sebastian Mühlenhof mal und den Carsten ja. Keller mal einfach mit einladen, was die denn da bewegt, wenn sie sowas schreiben. Ja. Ich finde so eine Pat McAfee-Show immer, weil die haben immer ihren Overreaction Monday, wo sie dann völlig Ja, überreagieren ja, und alles ja. so übertrieben positiv oder übertrieben Ja, negativ, auch ja. so mit einem gewissen Humor dann auch darstellen. Ja. Das finde ich eigentlich immer ganz lustig, dass sie das Das so. stimmt, ja. Das ist echt lustig und cool. Und ja, Ja. ist auch nicht ganz so ernst zu nehmen, dass dann da drin ist. Ne? Aber Ja. wir wissen, was natürlich Fans und Franchises in der NFL für eine Macht haben. Ne? Was da Ja. ist, die haben schon die Möglichkeit, dass sie den Spieler dann beeinflussen. Also mental beeinflussen und auch sein Spiel Ja. dadurch beeinflussen. Ja. Beide Richtungen, ne? Auf der anderen Seite, ich meine,
Die NFL ist eine Eventliga auch, ne? Und da Ja. muss irgendwas passieren, dass man auch was berichten kann und Ja. schreiben kann. Und ist ja auch irgendwo Ja. Marketing und funktioniert ja auch dann so für die Liga. Genau. Aber man sollte, also für mich sollte man den Sport im Vordergrund immer noch sehen, ne? Also das Event ist alles toll, die Fans Ja. sind wichtig und das Geld ist wichtig, ist alles klar. Aber die Faszination für den Trainer ist ja auf dem Platz. Ja. Und darauf willst du dich dann auch beschränken und willst es dann auch machen. Dass das andere dazugehört, ist ganz klar, ist Business. Ja. Ja, drum sind ja diese Cheftrainer in der NFL auch so busy, dass die haben mit allem Möglichen zu tun und manchmal mit dem Football am allerwenigsten. Ne? Ja. Ja, ich meine, das Das hast sind du dann bei der schon eher Search schon Manager, in ne? ja, das hast ja du in der ELF schon gemerkt, Ja. na, dass es da Ja. noch ein Ticken andere Aufgaben gibt, wie jetzt nur dich auf Football dann zu konzentrieren, Ja. zumindest beim Aufbau von der Mannschaft damals ja noch, Genau. ja. Ja, 49ers gewinnen wieder 27 zu Ja. 10. Das war auch gut. Also das ist schön zu sehen, wie der Brock Purdy da Birdie. zurückkommt. Also dass er Ja. da eben nicht in irgendwas reinverfällt, sondern dass er sich da stabil hält, finde ich toll. Muss ich sagen, ja, Ja, gefällt mir auch zwei gut. Touchdowns, 230 Yards Passing. Also, Ja. ja. Und jetzt schauen wir, was am letzten Spieltag noch so geht. Ne? Da sind da so die Week Steelers. 18. Steelers spekulieren ja auch noch so ein bisschen drauf, dass sie es noch schaffen können. Ja. Steelers ist der Andy Meyer. Steelers ist der Andy Meyer, Ja. ja. Ja, Oh. aber die haben es ja nicht leicht. Die spielen am Samstag gegen die Ravens dann. Also. Ja, genau, die spielen gegen die Ravens. Die Ravens sind natürlich jetzt hoch motiviert. Ja. Da bin ich mir sicher, das ist bestimmt, ja. Dann ist ja Rivalry Game, also die werden es jetzt auch nicht einfach so herschenken dann. Ja, Ja. nee, Ja. nee. Weil das Was macht haben die wir denn da NFL dann noch schon. Interessantes? Ansonsten, du, die sind eigentlich gar nicht mehr so interessant, die Ja, Partien, muss ich sagen. Texans gegen Colts, beide 9 und 7. Ja, Haben beide eine Chance. ja, das stimmt, ja. Da ist Feuer drin, ne? Das ist bestimmt eins der besten Spiele, dann denke ich, ne? Ja, was haben wir so noch? Vikings, Lions. Ich glaube, Vikings sind jetzt Naja, raus. Vikings, Lions, Vikings 7-9, Lions 11-5, ziemlich durch. Hinten drin ist Jets gegen Patriots, 6-10 gegen 4-12, ne? Also das ist sicherlich auch für die eigene Statistik und für das eigene Wohlbefinden sicherlich ein wichtiges Spiel. Ja. Für beide Teams. Falcons, Saints, da passiert auch nicht mehr viel, denke ich. Rams gegen 49ers. Rams 9-7, 49ers 12-4. Also die Ja. Rams, wenn sie noch die Playoffs, auch wenn sie den Spot halten möchten, Müssen sie Gas geben, ne? müssen sie Ja. auch nochmal gewinnen. Schauen wir mal, ja. Und dann Bills Dolphins. Ist natürlich auch Ja. nochmal Monday Night Game, spannendes Ja. Spiel. Ist der Hammer. Die Dolphins sind 11-5 und die Bills 10-6. Und Ja. gefühlt hätte ich gesagt, sind die Bills wesentlich besser, ne? Aber die haben Ja, auch ein paar Phasen gehabt, wo sie immer geschwächelt haben, ne? aber die Bills sind jetzt im Ende die letzten Spiele gegen die Cowboys gewonnen. Ja? Ja, da ging es dann los. Und ich meine, wenn sie jetzt gewinnen, sind sie, glaube ich, noch vor den Dolphins dann sogar, ja. Okay, gut. Ja, Ja, dann da ist da auch Feuer drin, ne? Da ist dann wenn dann bestimmt hast auch du noch, gut. ja. Ja, also Okay. Monday Night Game. Monday Schauen Night wir, Game, wird ja. spannend. NFL Game Pass. Here we go, Genau, here genau. Here we go. Here we go. Gut. Dann go. haben wir alles Jawohl. besprochen. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste stehen. Hast du noch was dir auf dem Herzen liegt Nein, noch? ich habe nur, dass wir die GFL nicht vernachlässigen. Ist da noch irgendwas? Aber der ist momentan echt ruhig, ne? Da Nee, ist da ist echt ganz ruhig, ganz ruhig. Also ja. ich höre zumindest nichts, keine Spielerwechsel, aber das wird dann im neuen Jahr passieren, denke ich. Ja, Also. es gibt schon so ein paar Wechsel, dann, dass auch von der ELF jemand in die GFL wechselt oder Ja. andersherum. Ja, da habe ich ein paar Ja. Namen waren da, die wieder zurückgehen in die Verbandsliga, also nicht In in die die Verbandsliga, GFL, sondern in die ja. verbandsgeführte Liga. Ja. Ja, Ja. auch spannend, ne? Aber vielleicht auch berufliche Gründe, ne? Dass man einfach sagt, das habe ich jetzt mal Ja. ausgekostet, ich habe So. es mitgemacht, aber jetzt muss ich schauen, dass mein Job, mein Studium fertig ist oder Ja. was auch immer. Also das sind die Ja. Gründe eben anders. Ja. Solange es Ja. keine Millionen gibt, ne? Genau, so machen wir es. Ja. Okay, also dann, wir schauen mal, ob wir euch für die 100. Folge noch einen besonderen Gast oder so wieder zuholen können. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Ihr habt ein schönes letztes NFL Regular Season Week Wochenende. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. In den Shownotes findet ihr die Möglichkeiten. Und dann freuen wir uns auf jede Reaktion und empfehlen uns wieder gerne weiter. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Jawohl, tschüss und bis bald. Tschüss.